Ja, wie gesagt, das ist der zweite Teil der Webinarreihe. Wir hatten ja letzte Woche Mittwoch schon ein Webinar gemeinsam auch mit Nelson von FXZ, der Ihnen dann die Handelsplattform gezeigt hat, wie man bei FXZ CFDs handeln kann oder auch welche CFDs man handeln kann. Ich hatte Ihnen letzte Woche das bei CapTrader gezeigt, also mit der Trader Workstation. Und ja, also Sie haben praktisch sowohl bei FXZ als auch bei CapTrader die Möglichkeit, CFDs zu handeln. Wenn da noch Fragen sind, auch im Zuge jetzt der Webinarreihe oder auch im Zuge des heutigen Webinars, dann nutzen Sie die Chatfunktion. Ich werde, wie gesagt, das Webinar begleiten und dann auch noch Fragen, die dann speziell an uns hier an FXZ oder CapTrader gehen, dann auch beantworten. Ja, ansonsten, ich habe Mario schon als Organisator hinzugefügt und ja, er kann dann auch gleich direkt ins Geschehen eingreifen. Mario, ich hoffe oder ich denke, du kannst mich auch hören. Ich möchte gar nicht so viel Zeit jetzt hier verlieren und auch gar nicht so viel jetzt noch zu FXZ oder CapTrader erzählen. Ich denke, das haben wir letzte Woche ja schon gemacht und deswegen würde ich sagen, ich gebe direkt zu dir rüber und wir legen direkt los und ja, ich schalte auf deinen Bildschirm. Alles klar. Ich heiße Mario Lüttemann, heiße alle recht herzlich willkommen heute zum zweiten Teil Erfolgreich CFDs handeln. Wird jetzt noch meinen Bildschirm freigeben. Ich hoffe, Sie können jetzt alles sehen und vor allen Dingen mich auch hören. Und dann würde ich auch sofort loslegen, damit wir die Zeit sinnvoll nutzen können. Zwei, drei Sätze kurz zu mir für alle, die mich noch nicht kennen. Ich handle seit 1998 hauptberuflich als Börsenhändler, habe in dieser Zeit zwischenzeitlich mehr als 40.000 Trades gemacht und verfolge seit gut 10 Jahren einen markttechnischen Handelsstil, der aus der DAO-Theorie hervorkommt. Bin ausgebildeter, lösungsorientierter Coach und systemischer Berater und begleite seit 3 Jahren meine Facebook-Gruppe Markttechnik erfolgreich handeln, wo ich regelmäßig Wochenausblicke und Lehrvideos zur Verfügung stelle. Mehr Infos zu mir und meinem Werdegang dann auf meiner Website. Ja, heute geht es um das Thema erfolgreich CFDs handeln. Am Wochenende war ich ja in Frankfurt gewesen bei den Investment und Business Days. Dort habe ich zwei Vorträge gehalten. Zum einen profitabel handeln in volatilen Märkten und auch erfolgreich mit CFDs. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen noch hier zwei Webinare zu diesem Thema machen. Einmal heute und auch nochmal in 3 Wochen nach Ostern werden wir nochmal zu diesem Thema Stellung nehmen, weil es gibt eigentlich sehr viel zu diesem Thema zu sagen, gerade im CFD-Bereich und ich möchte da auch dann jetzt sofort anfangen. Was ist überhaupt ein CFD und wie können wir das Ganze für unser Trading denn hier überhaupt nutzen? Also was steht hinter der Abkürzung Contract of Difference? Das heißt, wir machen hier ein Differenzgeschäft. Das heißt, wir haben ein Derivat, der sich im Prinzip auf einen bestimmten Basiswert bezieht. Zum Beispiel, wenn wir den DAX handeln, eben entsprechend auf den DAX. Und wir kaufen halt nicht das Produkt selber, den DAX, sondern im Prinzip, wenn wir beispielsweise den DAX bei einem Punktestand von 10.000 kaufen und wir gehen davon aus, dass der Markt steigt und wir long gehen und wir würden 10 Punkte später unsere Position wieder verkaufen, dann würden wir entsprechend von dieser Differenz eben profitieren. Das ist das Einzige, was wir machen. Das heißt, wir werden also nicht aktiv am Handel teilnehmen, wie wir das machen würden, wenn wir in Future handeln würden, sondern wir profitieren im Prinzip ausschließlich von der Kursentwicklung dieses Finanzinstrumentes, was wir hier handeln möchten. So, wo liegen jetzt die Besonderheiten von CFDs? Sie werden in der Regel außerbörslich gehandelt. Das ist aber sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und geringer Kapitaleinsatz ist nun notwendig gegenüber einem Basisinvestment. Das heißt, wenn ich mich entschließe, 100 Apple-Aktien als CFD zum Beispiel zu kaufen, dann muss ich nur eine geringe Margin hinterlegen für diese Transaktion. Wenn ich hingegen direkt in das Basisinvestment, also in die Apple-Aktie investieren würde und ich würde hier 100 Aktien kaufen wollen, dann müsste ich hier umgerechnet 10.000 bis 11.000 US-Dollar eben investieren. Also das ist sicherlich eines der größten Vorteile, dass wir eben hier nur einen geringen Kapitaleinsatz haben. Wo noch mehr Vor- und Nachteile liegen, kommen wir gleich auf den folgenden Folien drauf. Welche Basiswerte lassen sich denn in der Regel handeln mit
CFDs. Das sind natürlich zum einen, was sehr beliebt ist, auch bei den meisten Tradern, die ich kenne, ist natürlich der Handel von Indizes. Da wiederum insbesondere der DAX. Ich kenne fast keinen Trader, der nicht versucht hat, im DAX erst einmal zu starten und hier profitabel zu agieren. Natürlich auch Nasdaq und S&P, aber die meisten Händler, die ich kenne, versuchen sich erst einmal im DAX, was ja auch sehr naheliegend ist, weil wir natürlich einen recht guten Bezugspunkt zum deutschen Markt haben. Darüber hinaus ist es natürlich interessant, auch Aktien zu handeln. Wo der Vorteil gegenüber Indizes liegt, werden wir noch darauf zu sprechen kommen. Ich selber bin ja ein ganz großer Freund des Aktienhandels und diese lassen sich halt auch sehr gut durch CFDs handeln. Forex-Markt, also sprich Devisen, auch das ist ein großer Bereich, der sehr viel von privaten Anlegern auch gehandelt wird und da allen voran natürlich der Euro-US-Dollar, aber auch hier ist es so, das ist eigentlich das Produkt, was mit dem DAX zusammen als erstes gehandelt wird, wenn man anfängt. Ob das besonders klug ist oder nicht, kommen wir sicherlich noch drauf, aber das ist eines der meistgehandelten Instrumente aus meiner Erfahrung. Und dann haben wir natürlich noch den großen Bereich der Rohstoffe. Auch hier gibt es sicherlich interessante Chancen des Handelns. Wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten einen großen Verfall gesehen, zum Beispiel an den Rohölmärkten und dann in den letzten 14 Tagen doch wiederum ein Erstarken. Also auch hier haben wir sehr, sehr starke Bewegungen, die wir halt für unser Trading nutzen können. So, kommen wir jetzt mal zu den Vor- und Nachteilen des CFDs-Handels. Also einer der größten Vorteile, wie gesagt, ist sicherlich unser geringer Kapitaleinsatz, den wir haben. Das heißt, wir haben einen recht hohen Hebel und brauchen nur eine sehr geringe Margin zu hinterlegen. Das ist natürlich von Broker zu Broker ein wenig unterschiedlich mit der Margin, aber das kann man sich dann meist sehr genau anschauen. Es steht auf den Internetseiten eigentlich immer sehr gut beschrieben, wie viel Margin wir hier zu hinterlegen haben. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, welches Produkt handeln wir. Handeln wir jetzt Indizes oder handeln wir eher Aktien, Rohstoffe, Devisen? Also daran bemisst sich im Prinzip die Margin, diese Sicherheitsleistung, die wir für diesen Trade hinterlegen müssen. Aufgrund dessen, dass wir nur relativ wenig Kapital einsetzen müssen und damit doch im Prinzip eine große Menge an bewegen können, können wir natürlich hier super skalieren. Also das ist zum Beispiel ein ganz, ganz großer Vorteil. Nehmen wir mal das Gegenbeispiel, wir würden uns entscheiden, den DAX handeln zu wollen und würden jetzt den Future handeln wollen. Ein großer Future-Kontrakt sind 25 Euro pro Punkt. Das heißt, bei einem DAX-Stand von 10.000 Punkten, dass wir hier 250.000 Euro bewegen würden und wir können hier keinen Teilverkauf dann machen, obwohl wir so eine große Summe bewegen. Seit Herbst letzten Jahres gibt es noch die Möglichkeit, den kleinen FDAX zu handeln. Das sind dann 5 Euro pro Punkt. Das sind aber immerhin noch 50.000 Euro, die wir bewegen. Das heißt also, selbst dort ist es schwierig zu skalieren, weil wir müssten ja mindestens 2 dieser Kontrakte kaufen, um hier zumindest mal einen Teilverkauf machen zu können. Das sieht natürlich im CFD-Bereich ganz anders aus, weil hier ist es in der Regel so, dass wir etwa 1 Euro pro Punkt haben. Das heißt also beim DAX-Stand von 10.000, dass wir etwa 10.000 Euro bewegen. Also hier ist es dann schon wesentlich einfacher zu skalieren. Wenn wir hier 2 oder 3 Kontrakte haben, können wir hier einfach auch sehr gut Teilverkäufe machen. Punkt 3 ermöglicht auch gering kapitalisierten Marktteilnehmer den Handel. Also das ist sicherlich auch für viele, die anfangen zu handeln, ein ganz wichtiger Punkt, dass wir nicht sofort mit 20.000, 30.000 Euro an den Markt gehen müssen, sondern auch schon ein Konto eröffnen können, vielleicht nur mit 500 oder 1.000 Euro oder auch vielleicht, je nachdem, ob wir es jetzt vielleicht bei CapTrader machen, wo wir vielleicht 4.000 Euro einzahlen müssen. Aber ansonsten, wenn wir im US-Markt agieren wollen und dort intraday handeln möchten, müssen wir doch meistens sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen. Das Handling von CFDs ist relativ einfach. Dem Kunden wird es hier doch sehr einfach gemacht, von dem Ganzen zu profitieren. Die Chart-Software wird häufig kostenfrei zur Verfügung gestellt. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man anfängt. Denn gerade bei einem kleinen Konto ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Kostenseite hier erst einmal im Griff behalten. Denn es macht natürlich wenig Sinn, mit einem Konto vielleicht von 1.000 Euro oder 2.000 Euro jetzt sehr viele Kosten für Chart-Software und Datenabos und sonstige Dinge zu bezahlen. Weil hier ist es jetzt erstmal wichtig, gerade wenn wir starten im Trading, natürlich möglichst unsere Kosten sehr gering zu halten und zu versuchen, unser Konto möglichst schnell aufzubauen, dass wir ein mittleres oder großes Handelskonto bekommen, um dann vielleicht auch vom CFD-Markt vielleicht weiter an den Präsenzmarkt oder an den Future-Markt wechseln zu können.
Ein für mich ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass wir Long und Short handeln können. Das heißt, wir können auf steigende Märkte setzen, aber auch auf fallende Märkte. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Als ich angefangen habe 1996 mit dem Traden oder mit dem Handel von Aktien, da war das noch ein bisschen anders gewesen. Ich habe es damals über meine Hausbank gemacht und da konnte man zum Beispiel nur auf steigende Kurse setzen. Das war auch im Prinzip erstmal kein Problem bis zum Jahr 2000, weil wir haben wirklich 5 Jahre lang stark steigende Märkte gehabt und da war es sogar ein Vorteil, dass man nicht Short handeln konnte, denn es wäre natürlich die Gefahr gewesen, dass ich Short hätte gehandelt. 2001 kam dann allerdings der Einbruch und ich konnte trotzdem nur Long handeln. So, und jetzt habe ich ein großes Problem damals gehabt, denn wenn man natürlich nur Long handeln kann, aber die Märkte fallen, können wir davon natürlich nicht profitieren. Im Gegenteil, wenn wir immer Long handeln und die Märkte fallen, werden wir natürlich zwangsläufig häufig entweder Geld verlieren oder müssen extremst gut im Korrekturhandel sein. Und erst so Ende 2001 habe ich dann meinen Broker gewechselt und habe dann einen Broker gefunden, bei dem ich auch Long und Short handeln konnte. Und das ist eben ein großer Vorteil, den man eben auch im CFD-Bereich hat. Wenn man ein Margin-Konto hat, dann kann man eben auf die Long-Seite setzen, also auf steigende Kurse oder Short auf die fallenden Kurse. Und das ist ja auch ganz interessant, wenn wir uns das anschauen. Im letzten Jahr haben wir zum Teil sehr starke Bewegungen gehabt, zum Beispiel im DAX. Wir sind auf 12.000 Punkte gestiegen. Da macht es sehr viel Sinn, auf der Long-Seite zu handeln. Dann im Januar, Februar diesen Jahr ist doch eine starke Abwärtsbewegung in den Märkten. Da war es natürlich sehr profitabel, die Short-Seite zu handeln. Und jetzt in den letzten Wochen haben wir jetzt wieder eine Stärkung des Marktes gesehen, sodass es wieder mehr Sinn macht, auf der Long-Seite zu handeln. Also von daher ist es eigentlich ganz gut, dass wir hier beide Seiten nutzen können. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass wir nicht unser ganzes Geld im Prinzip hier an den Broker überweisen müssen. Also selbst wenn wir über ein großes Konto verfügen, 10, 50, 100.000 Euro oder mehr, brauchen wir natürlich dadurch, dass wir nur mit Margin arbeiten, nur einen gewissen Teil unseres Geldes zum Broker zu bringen und können den restlichen Teil unseres Geldes anderweitig anlegen. Natürlich ist es heute nicht mehr so, dass wir auf einem Zinsmarkt hier viel Rendite erwirtschaften können, aber wir haben natürlich auch schon ganz andere Zeiten gesehen, wo wir 6, 8, 9% für unser Kapital bekommen haben und da macht es natürlich Sinn, mit einem entsprechenden Margin-Konto zu handeln. Wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten und da ist zum Beispiel auch der Hebel genannt. Der ist natürlich ein großer Vorteil, der Hebel, aber er birgt natürlich auch Risiken und ich werde auch gleich auf diese Vor- und Nachteile des Hebels nochmal kurz zu sprechen kommen. Ein weiterer Punkt ist sicherlich, dass wir hier keinen regulierten Markt haben, anders als zum Beispiel im Future-Markt oder wenn wir in den Kassamarkt gehen, denn wenn wir hier, sagen wir mal, im Future-Markt handeln, dann haben wir natürlich den großen Vorteil, dass wir wissen, das ist ein überwachter Markt, wo die Kurse dann im Prinzip auch festgestellt werden und man kann auch im Nachhinein immer überprüfen, ist dieser Kurs jetzt für alle Marktteilnehmer überall gleich gewesen. Das ist hier im CFD-Bereich nicht so. Deswegen ist es hier besonders wichtig, einen guten Broker zu haben, wie zum Beispiel FX Flat oder auch CapTrader, denn hier kann man zum Beispiel gerade bei CapTrader sehr genau sehen, dass die Geldbriefkurse und die Taxen, die wir sehen, identisch sind mit dem Aktienmarkt. Also wir haben das wirklich mal über 3 Monate ausprobiert bei uns im Handelsbüro, dass wir, wenn wir Aktien gekauft haben, einmal den Kurs der Aktie haben uns einblenden lassen in der Trader Workstation und darunter den CFD-Kurs. Und die Taxen sind da absolut identisch gewesen. Das heißt, man kann hier wirklich ohne drüber nachzudenken im CFD-Markt agieren. Ein weiterer Nachteil ist im CFD-Bereich natürlich eine Nachschusspflicht, was nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. Man muss es nur halt wissen, dass wenn zum Beispiel der Einsatz, den wir haben, 1.000 Euro war, den wir haben und der Markt tatsächlich ganz extrem gegen uns läuft, kann es auch passieren, dass der Verlust, den wir erleiden, größer ist als das Geld, was wir eingesetzt haben. Auf ein Beispiel dafür komme ich gleich noch. Und natürlich haben wir Finanzierungskosten, wenn wir mit einem Hebel arbeiten, wenn wir zum Beispiel 1.000 Euro einsetzen, aber für 10.000 Euro etwas kaufen, dann muss natürlich die Differenz irgendwie finanziert werden und das sind dann sogenannte Finanzierungskosten. Die sind allerdings im sehr, sehr kleinen Bereich, so dass dadurch, dass wir intraday handeln, diese fast zu vernachlässigen sind, gerade auf dem derzeitigen Zinsniveau, wo wir sind, aber sie gehören natürlich der Vollständigkeit halber auch in den Bereich der Nachteile. Jetzt möchte ich auf den Hebel zu sprechen kommen, und zwar Freud und Leid.
Weil das ist ja immer so im Trading, wo es Licht gibt, gibt es Schatten und wo es Gewinner gibt, gibt es natürlich auch Verlierer. Ganz klar ist, sieht man das im Future-Markt, weil da gibt es natürlich für jede Long-Position, die wir eingehen, natürlich auch eine Short-Position. Es kann also nicht sein im Aktienmarkt oder im Future-Markt, dass es nur Leute gibt, die Long kaufen. Also wenn es manchmal so, wenn man hört so in den Nachrichten, ja, es gab heute mehr Käufer als Verkäufer, dann stimmt das natürlich nur bedingt, weil ein Geschäft kann natürlich nur dann zustande kommen oder ein Kurs, wenn es einen Käufer und einen Verkäufer in gleicher Anzahl für dieses Produkt gegeben hat. Kommen wir mal zu dem Kurseinbruch im letzten Jahr. Wir haben im Euro-Schweizer Franken wirklich einen recht starken Kurseinbruch von einem Tag auf den nächsten gesehen. Die Schweizer Nationalbank hatte also einen Mindestkurs festgelegt gehabt über einen sehr, sehr langen Zeitraum von 1,20 Franken je Euro. Das heißt, wir haben hier wirklich sehr gut oder viele Händler haben hier sehr viel drauf spekuliert. Immer wenn der Markt Richtung 1,20 lief, sind sie long gegangen und haben dann gesagt, okay, unter 1,20 setze ich Short. Da gab es natürlich auch andere Händler, die genau das Gegenteil gemacht haben. Die haben gesagt, naja, bei 1,21 gehe ich Short und setze halt darauf, dass der Markt wieder runterkommt. Beide Möglichkeiten hat es ja gegeben und es ist auch sinnig. Dann am 15. Januar gab es dann allerdings diesen besonderen Tag, als dann die Schweizer Nationalbank diesen Mindestkurs aufgegeben hat und sie hat das nicht vorher eine Woche vorher angekündigt. Das wäre ja auch sehr unsinnig gewesen, das zu machen, weil da wäre der Kurs natürlich sehr schnell gefallen oder es wäre sehr viel Druck gekommen. Nein, die hat das gesagt und dann ging es eigentlich sofort los. Und was dann passiert ist, zeige ich jetzt einfach mal hier. Es gab einen sogenannten Crash am Devisenmarkt. Der Markt ist hier wirklich innerhalb weniger Sekunden um 35 Cent abgestürzt, was natürlich sehr gut war für alle Leute oder Händler, die Short gewesen sind hier in diesem Markt. Für alle die Trader, die natürlich Long gewesen sind, war es natürlich ein großes Problem, denn auch wenn die Kerze es hergibt und zeigt, dass hier Kurse gestellt wurden, es wurden im Prinzip keine Kurse hier gestellt. Das heißt, der Markt ist hier irgendwo bei 25, 30 Cent minus, wurden dann nachher die Kurse gestellt und der Kunde hat eben entsprechend hier einen entsprechenden Verlust gehabt, wenn er Long gehandelt hat, beziehungsweise die, die Short spekuliert haben, haben hier halt große Gewinne gemacht. Und das ist eben ein wichtiger Punkt, denn es ist eben nicht so, dass wir sagen konnten, okay, wir haben ja unsere Stops im System gehabt, was ja sicherlich jeder Händler mehr oder weniger macht und die Stops lagen dann vielleicht hier unter diesem Tiefpunkt. Ich zeichne das hier auch mal ein, so wenn hier die 1,20 war, dass man gesagt hat, ja okay, bei 1,1950 setze ich meine Stops, der Markt rutscht durch und ich falle dann irgendwie heraus. Das ist eben nicht oder hat hier nicht funktioniert, sondern hier unter einem Euro ist dann im Prinzip das Ganze zum Stehen gekommen und hier wurden dann nachher die Kurse abgerechnet. Also da ist so mal ein bisschen die Problematik. Deswegen traue ich eben keinem Markt, der künstlich an einer Stelle festgelegt wird, und das sollten Sie auch nicht machen, sondern versuchen Sie immer nur die Märkte zu handeln, wo tatsächlich Angebot und Nachfrage fest aufeinander kommen. Das dient eigentlich als gutes Beispiel dafür, dass man da immer in solchem Bereich vorsichtig sein sollte. Aber wie gesagt, es gab auch genauso viele Händler, die natürlich, weil ja Angebot und Nachfrage immer gleich sein müssen, beziehungsweise Long und Short, genauso viele Händler, die ja dann natürlich von profitiert haben. Und es wird natürlich immer nur von den Händlern gesprochen, die ein Problem damit haben. So, welche Märkte kann man gut handeln und wo entstehen vielleicht Schwierigkeiten? Das heißt nicht, dass man diese Märkte nicht handeln kann, aber man sollte zumindest wissen, wo da die Besonderheiten liegen. Rohstoffe zum Beispiel haben im CFD-Bereich häufig hohe Spreads. Das gilt allerdings auch nicht für alle Rohstoffe, sondern nur zum Teil. Also es gibt zum Beispiel Rohstoffe, die man sehr gut handeln kann. Dazu gehört mit Sicherheit Öl, denn Öl ist ja nun ein sehr guter Rohstoff, der sehr, sehr viel gehandelt wird und hier haben wir auch sehr geringe Spreads. Aber wenn wir zum Beispiel Rohstoffe nehmen wie Kaffee oder Weizen zum Beispiel, wo auch am Präsenzmarkt, im Future-Markt sehr wenig Umsatz ist, haben wir natürlich doch erhöhte Spreads. Und wenn wir hier im Minutenhandel vielleicht unterwegs sind, wird sich das auf jeden Fall auf unser Ergebnis niederschlagen. Also Rohstoffe können prozentual betrachtet also einen relativ hohen Spread aufweisen und deswegen ist es hier häufig gerade bei den Rohstoffen, wo etwas weniger Handel ist, auf jeden Fall besser, größere Zeiteinheiten zu handeln. Wie gesagt, wenn Sie Öl handeln oder ähnliche Rohstoffe, wo wir sehr, sehr viele Umsätze sehen und auch sehr geringe Spreads, da können wir natürlich auch sehr gut Intraday handeln. Ähnlich sieht es im Forex-Markt aus. Da gibt es
Zum einen natürlich Märkte, die haben sehr geringe Spreads, zum Beispiel der Euro, US-Dollar, in der Regel ein Pip, aber es gibt auch Währungspaare, wo wir eben Spreads sehen mit 3, 5 und mehr Pips an Spread. Zusätzlich ist es wichtig als Händler am Forex-Markt, dass wir ganz genau wissen, wann welche Länder bestimmte Daten bekannt geben oder auch Nachrichten. Also das ist sehr, sehr wichtig, weil es gibt hier sehr häufig erratische Bewegungen im Forex-Markt und hier ist es eben wichtig, dass wir wissen, wann werden eine bestimmte News veröffentlicht oder wann tagen Zentralbanken, weil hier gibt es zum einen Spread-Ausweitungen. Das heißt, wenn wir dort drinnen sind im Markt, kann es sein, dass wir statt einem Spread, den wir vielleicht haben, dann häufiger mal 3 oder 4 Pips haben oder eben auch, dass wir unseren Stop ja nicht an der Stelle rein oder rauskommen, wo wir es eigentlich wollten. Also das ist immer wichtig, wenn News kommen, da sollte man auf jeden Fall immer vorsichtig sein, aber auch da ist es natürlich so, dass es eben die negative Seite, die vorteilhafte Seite ist natürlich, dass nach solchen Veröffentlichungen es richtig viel Bewegung gibt und dass man dann extremst profitabel handeln kann. Und ich habe dazu mal mehrere Videos gemacht, auch einen Vortrag bei den Investment und Business Days letzte Woche eben, wie man diese Volatilität auch handeln kann. Die Videos dazu finden Sie zum Beispiel in meiner Videothek. Dann gibt es noch Indizes und da allen voran natürlich der deutsche Markt und da haben wir natürlich den großen Vorteil, dass wir sehr, sehr enge Spreads haben, in der Regel wirklich nur einen Punkt, den wir hier haben, das heißt, wir können hier jederzeit rein und raus, können hier sehr gut Stops in den Markt legen und werden hier fast immer zu guten Kursen ausgeführt. Natürlich gibt es auch Indizes, wo das nicht der Fall ist. Das sind nämlich die Indizes, die zu unserer, ich sag mal, normalen Handelszeit zwischen 8 und 22 Uhr vielleicht gar nicht gehandelt werden. Zum Beispiel, wenn wir den Nikkei nachmittags um 16 Uhr handeln wollen, wo der natürlich die Präsenzbörse geschlossen ist, da werden wir natürlich zwangsläufig etwas höhere Spreads haben. Das müssen wir wissen. Deswegen sollte man eigentlich nach Möglichkeit immer die Märkte handeln, die auch gerade offen haben, wo wir dann auch sehr gute Spreads bekommen können. Aktien eignen sich natürlich besonders gut zum Traden. Hier gibt es, wie gesagt, kaum Unterschiede, auch was die Kursfeststellung angeht, zwischen dem Direktinvestment und dem CFD-Kurs. Und auch da, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon mal das Beispiel gebracht, wenn wir an CapTrader denken, wir haben es wirklich gemacht, wir haben den Kurs der Präsenzbörse und den CFD-Kurs daneben gestellt und das ist natürlich ein großer Vorteil, dass wir hier wissen, dass wir bei diesem Broker hier sehr fair immer abgerechnet werden. Welche Märkte eignen sich denn besonders gut zum Traden mit CFDs? Das sind natürlich in erster Linie die Indizes und natürlich, wie gesagt, das Aktientrading, weil hier können wir natürlich noch zusätzlich eine Outperformance zu den Indizes machen. Das ist ein großer Vorteil, den wir hier haben und das gilt natürlich besonders für den Intraday-Handel. Ich möchte das mal anhand eines Beispiels zeigen. Wir sehen hier auf der linken Seite den Nasdaq 100 und wir sehen hier eine sehr, sehr schöne, starke Aufwärtsbewegung, die nach einer sogenannten Bärenfalle einmal zum Tragen gekommen ist. Das heißt, wir haben hier gesehen, dass der Markt hier kurzfristig unter die alten Bewegungstiefs heruntergerutscht ist und dann gibt es eigentlich immer zwei Szenarien, die an dieser Stelle häufig auftreten können. Das eine ist, der Markt testet dann häufig nochmal diese Marke und rutscht dann nach unten ab, dann kann man natürlich das im Intraday-Bereich sehr gut auch handeln oder wie jetzt in diesem Beispiel, was wir hier haben, der Markt testet im Prinzip dieses Tief an, rutscht sogar etwas herunter und was dann passiert, ist etwas sehr Typisches, er zieht im Prinzip sehr schnell hier nach oben und macht hier eine sehr, sehr starke Bewegung. Wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen im Tageschart, sehen wir, es gab im Prinzip keine Korrektur mehr in diesem Bereich und dieses Bild sehen wir eben sehr, sehr häufig und das ist, bezieht sich jetzt nicht nur auf Indizes, sondern auch vor allen Dingen auf Aktien. Also wenn Stop-Kurse mal gezogen wurden, gerade auf größeren Zeiteinheiten oder Trendgrößen, hier allen voran natürlich immer der Stunden- und Tageschart, können wir immer dieses Bild sehen. Im Regelfall wird es natürlich häufig so sein, dass es hier nach unten wegrutscht der Markt, aber wenn der Markt hier wirklich nur kurz herunterfällt und wir sind jetzt nicht engagiert im Markt, macht es durchaus Sinn, hier sehr schnell zu schauen, wie komme ich auf die Long-Seite. Und jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal auf der Stundenseite an. Wir sehen hier, wie gesagt, den Abwärtstrend. Ich zeichne den hier auch mal ein, diesen typischen Korrekturtrend, den wir hier gesehen haben und dann entsteht hier ein
neuer Trend. Der Markt läuft hier nach oben, bildet eine sogenannte Schulterkopf-Schulterformation. Ich bin gar kein Freund von diesen ganzen Formationen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass viele Händler das Ganze hier sehen und dann läuft der Markt hier durch. Die Handelseröffnung ist genau hier am Punkt und dann von hier aus zieht der Markt hier doch sehr stark nach oben. Und wir können hier wirklich sehr schön sehen, wie wir hier im Prinzip sehr einfach unser Geld hier verdienen können, wenn wir solche Situationen für uns nutzen. Nehmen wir dagegen eine Aktie und das ist jetzt, ich schalte nochmal kurz zurück, also wir sehen hier, der Markt ist hier wirklich sehr schön nach oben gelaufen und diese gesamte Aufwärtsbewegung, die wir hier gesehen haben, ist 4,5% gewesen. Was natürlich schon sehr, sehr viel ist, weil das ist ungefähr die Hälfte dessen, was ein Index überhaupt im Jahr an Performance bringt. Und wenn wir das natürlich in kurzer Zeit mitbekommen können, ist das natürlich ein riesiger Vorteil. Aber durch gutes Screening hätten wir hier viel, viel mehr Geld aus solchen Situationen machen können. Und das ist im Prinzip aus meiner Sicht eben der große Vorteil, den wir haben, wenn wir im Aktienbereich traden. Denn die Aktie zum Beispiel von Apple hat hier gar nicht die alten Tiefs hier unterboten, hat aber auf der Korrekturseite im Prinzip das gleiche Bild gemacht wie im Index. Das heißt, wir haben hier eine ganz normale Korrektur gesehen. Das gehört ja zum Handel auch mit dazu, ist ja eines der wichtigsten Dinge überhaupt, wobei für uns Trader das natürlich immer so Freud und Leid ist. Also wenn wir in einem Trade drinne sind, möchten wir natürlich möglichst, dass der Markt weit, weit läuft, aber wir brauchen die Korrekturen natürlich auch häufig, um unseren Stop dann im Nachgang nachziehen zu können. So, jetzt beginnt hier wieder ein neuer Aufwärtsimpuls und hier können wir dann auch wirklich sehr schön sehen, wie wir von dem Ganzen hier wieder hätten profitieren können. Lass uns einfach einstoppen hier in so einen Markt, setzen den Stop und das Tief und hätten dann in der gleichen Zeit, wo der Index nur gut 4% gemacht hat, mehr als 7% gemacht. Gut, ich möchte noch ein weiteres Beispiel zeigen, auch mit einem Trade, den ich gemacht habe. Hier im S&P am Anfang dieser Woche kann man ganz gut sehen, wir haben hier einen sehr, sehr schönen Trend, der sich hier auf Tagesbasis etabliert hat. Das Ganze dann natürlich gleich auch auf Stundenbasis. Und wenn wir uns jetzt mal den Montag genau anschauen, da sehen wir ganz gut, wir haben hier so das Tief bei 1985 gehabt. Das Hoch war so ungefähr bei 2025, also fast 2%, die wir hier gesehen haben. Wir können hier auch auf Stundenbasis sehr schön sehen, wie der Trend hier im großen Trend nach oben gelaufen ist. Das Besondere ist jetzt aber, und das ist eben wichtig, wenn wir uns die Kerze auf Tagesbasis anschauen und nochmal so im Kopf halten, das waren etwa 2%. Während des Präsenzhandels, wo wir normalerweise ja aktiv sind, gab es hier aber nur 0,75% Bewegung. Das heißt, da wo der Markt aufgemacht hat von 15.30 Uhr, beziehungsweise diese Woche 14.30 Uhr bis 21 Uhr, gab es hier nur 0,75% Bewegung. Also uns nützt es meistens nichts zu sagen, naja, der Markt hat zwar an dem Tag so und so viel Prozent gemacht, wir hätten es im Regelfall aber gar nicht mitbekommen können, denn wer von uns ist schon nachts um 0 Uhr auf und fängt hier an, diese Position zu handeln, weil der Markt ist hier im Prinzip den ganzen Tag gestiegen, aber wenn wir uns auch die Umsätze anschauen, macht es auch wenig Sinn, in der Zeit von, sag mal, 22, 23 Uhr abends bis mittags 13, 14 Uhr hier aktiv im US-Markt sich zu engagieren, weil die Umsätze sind hier wirklich sehr, sehr gering. Wir haben ungefähr eine Bewegung von etwa 10% des Handelsvolumens von dem, was wir sonst haben, wenn der Markt auf hat. Also das heißt, in der Zeit zwischen im Regelfall 15.30 Uhr bis 22 Uhr und in der Zeit dazwischen wirklich nur 10%. Und das ist natürlich sehr gefährlich, weil je geringer natürlich die Umsätze sind, desto größer ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass hier Märkte hin und her getrieben werden. So, wir haben hier also ungefähr 0,75% gesehen. Natürlich lässt sich durch gutes Screening hier viel, viel mehr erreichen, wie man das macht und wie man das findet, solche Werte. Da werden wir auch dann beim nächsten Mal noch drauf eingehen. Wichtig ist eigentlich, dass der Index natürlich relativ statisch ist und performt natürlich im Vergleich zu Aktien weniger stark. Und das liegt natürlich an einem ganz einfachen Bild. Wenn wir sehen, der Index zum Beispiel läuft, ich bezeichne das jetzt einfach mal ein, hier unten, so über den Tag nach oben. Dann müssen wir natürlich wissen, dass es Aktien gibt, die natürlich wesentlich stärker laufen als der Index. So, aber dann wird es natürlich auch Aktien geben, die eben wesentlich schwächer laufen. Und das heißt, die würden vielleicht entweder seitwärts laufen oder im schlimmsten Falle sogar fallen. Und aus diesen ganzen Aktien, die natürlich in einem Index drin sind, gibt es eben diesen Mittelwert,
der sogenannte Index, dieser Kurs, der dann zustande kommt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir können diese 0,75%, wie aus dem Beispiel, natürlich mitnehmen und sagen, ach, das Screening interessiert mich nicht. Oder wir können sagen, okay, wir wollen davon profitieren und wir nehmen in einem steigenden Markt die Werte, die besonders stark sind. Das heißt, die eben viel, viel stärker sind als der Index. Und wenn wir das machen, werden wir natürlich dauerhaft eine viel, viel bessere Performance erreichen, als wenn wir nur den Index traden würden. Zeige das Ganze jetzt auch nochmal anhand eines Beispiels, American Tower zum Beispiel. Auch hier haben wir, wie gesagt, genau das gleiche Bild wie im Index. Wir haben einen sauberen Aufwärtstrend, der hier auf Tagesbasis zu sehen ist. Wir haben hier steigende Hochpunkte, wir haben hier steigende Tiefpunkte. Auch die Aktie befindet sich oberhalb des 200er EMAs, was für mich immer ein ganz, ganz wichtiges Kriterium ist für einen Trade auf der Long-Seite, dass ich eine möglichst starke Aktie haben möchte. Sie sollte natürlich möglichst aus der Korrektur herauskommen, damit wir eine möglichst große Bewegung hier auch einfangen können. So, und wenn wir uns das Ganze hier dann einfach mal anschauen, wir haben vorhin gesagt, der Index hat im Präsenzmarkt etwa 0,75% Bewegung gemacht, die Aktie hier American Tower in der gleichen Zeit 3%. Das heißt, wir haben hier die vierfache Bewegung gegenüber dem Index und das bringt eben das Screening. Es wird natürlich nicht immer so sein, dass die Aktien, die wir rausfinden, immer das Vierfache an Bewegung haben, aber das Doppelte bis Dreifache an Bewegung können wir hier häufig durch gutes Screening erreichen und das macht natürlich einen Unterschied, ob wir, wenn wir 50 Euro einsetzen, vielleicht im Laufe des Tages 50 oder 80 Euro Gewinn machen oder ob wir 160 bis 250 Euro Gewinn machen. Das wird sich natürlich langfristig in unserem Portemonnaie bemerkbar machen. So, wie gehe ich jetzt an solche Trades ran? Es geht ja nicht nur darum, zu zeigen, dass es solche Situationen geht, sondern wir wollen ja auch lernen, wie können wir damit umgehen, wenn wir einen Trade Intraday eingehen möchten. Also wir haben gesehen, dass American Tower einen sehr sauberen Trend auf Tages- und Stundenbasis hatte. Dann haben wir zur Handelseröffnung ein Gap gesehen. Das ist hier diese Kurslücke, die hier entstanden ist. Auch diese zeichne ich natürlich hier nochmal ein, damit man das einfach sieht. Hier war der Eröffnungskurs, hier der Schlusskurs. Das heißt, die Aktie gerät schon dadurch auf meinen Screener, weil es hier zum Beispiel zu einem Gap gekommen ist. Dann schaue ich mir Aktien an, um auch mal so ein bisschen zu meinem Handelsrhythmus zu kommen. Schaue mir dann Werte an, tatsächlich, die ich im Minutenchart handeln kann, die ich sofort zur Handelseröffnung zeigen kann oder handeln kann. Vielleicht kommen wir auch gleich noch auf einen Trade, den ich gestern eingegangen bin. Und im Anschluss daran werde ich dann versuchen, so nach 15, 20 Minuten dann umzusteigen auf den Handel auf 5 Minuten, so wie hier, wenn nämlich dann die erste Korrektur im Trade zu sehen ist. Und das sehen wir hier eigentlich ganz schön. Der Markt ist hier, wie gesagt, sehr, sehr sauber vorher schon nach oben gelaufen. Ich zeichne das hier auch nochmal ein, dass man wirklich sieht, hier ist ein ganz sauberer Trend im Gange. Es gab ein großes Gap. Der Markt läuft hier stark hoch, macht nun eine Korrektur und ich versuche nun hier bei Durchbruch durch diesen sogenannten P2 in den Markt zu gehen. Also diese Bezeichnung ist eigentlich von mir, die steht in vielen Trading-Büchern, ist dieser Hochpunkt als entsprechend so bezeichnet. Deswegen nutze ich das auch hier immer als Punkt 2, genau wie die Korrektur häufig als Punkt 3 bezeichnet wird. So, dann einfach den Stop nur unter das Tief setzen, wenn jetzt der Markt nach oben läuft, können wir natürlich hier sehr schön nach der nächsten Korrektur unseren Stop dann nachziehen. Was hier wichtig ist im Trading, und das ist etwas, was mir halt in vielen, vielen Coachings und Workshops immer wieder auffällt, ist natürlich, dass viele Trader dazu neigen, wenn jetzt der Markt nach oben läuft, ich meine, wir sind hier im 5-Minuten-Chart, 5 Minuten sind rum, 10 Minuten sind rum, 15 Minuten sind rum, wir waren jetzt im Gewinn gewesen, haben vielleicht die ersten 20, 30 Euro Gewinn auf unsere Seite gebracht, jetzt kommt der Markt ein wenig zurück und viele Trader neigen dann dazu, den Stop-Kurs, der ja ursprünglich als Trade-Idee am sogenannten Punkt 3 lag, also am Tief, dann plötzlich hier auf Break-Even zu ziehen, manchmal sogar noch ein Stück drüber, damit man so sagt, naja, ich will ja wenigstens ein bisschen verdienen oder die Ordergebühren mit drinne haben und die werden natürlich dann häufig aus dem Trade herausgeholt, weil diese Korrekturen sehr, sehr häufig einfach nochmal an diese alte Ausbruchsmarke hier zurücklaufen. Was wir hier auch sehr schön sehen, ist eben, dass der Markt hier genau an diese Marke zurückkommt, testet die im Prinzip und macht dann von hier aus dann auch wieder
den Start in die Bewegung hinein. Also das heißt auch für die Trader, die hier dieses Setup hier nicht bekommen haben, haben hier auf jeden Fall nochmal die Chance, hier in einen Trade hineinzukommen. Auch dazu werden wir in den kommenden Webinaren kommen, wie man solche Trading-Situationen nutzen kann, wenn man vielleicht erst später von der Arbeit gekommen ist und vielleicht nicht schon um 16 Uhr mit dabei gewesen ist. So, dann läuft der Markt weiter, macht hier im Prinzip die nächste Korrektur und dann gibt es wieder neue Hochs und das heißt, wir können jetzt den Stop hier nachziehen, sind hier auch im Gewinn mit unserer Position. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein Ursprungsrisiko von 50 Euro hatten, haben wir hier auf jeden Fall an diesem Punkt schon in etwa 40 bis 50 Euro verdient. Jetzt natürlich die Frage, was machen wir jetzt weiter mit dem Trade? Nehmen wir das Geld jetzt einfach vom Tisch und sagen, okay, wir haben hier unser CRV von 1 zu 1 erreicht. Oder sagen wir, nein, wir wollen hier weiterbleiben in dem Trade, was natürlich ganz, ganz wichtig ist aus meiner Sicht, denn wir wollen hier ja möglichst viel Geld herausholen, denn wir müssen ja auch damit rechnen, wir werden mal einen Verlusttrade ab und an haben und von daher müssen wir natürlich versuchen, aus jedem guten Trade so viel Geld herauszuholen, wie es geht. Ich nenne das Ganze auch immer, man muss eine gewisse Gier als Trader mitbringen, dass man hier möglichst viel versucht, aus einem Trade herauszuholen. Denn nur wenn wir diese Gier auch haben, große Gewinne zu machen, werden wir natürlich langfristig auch wirklich nur profitabel sein. So, auch hier sehen wir dann im Anschluss, daran gab es dann wieder eine Korrektur, so über eine halbe, dreiviertel Stunde und dann gab es hier wieder neue Hochs und wir konnten unseren Stop weiter nachziehen. Dann gab es die nächste Korrektur, auch hier haben wir die Möglichkeit gehabt, hier sehr schön dann den Stop nachzuziehen und dann gab es noch final eine starke Bewegung und die Aktie schloss mehr oder weniger auf Tageshoch. Was wir hier sehr schön sehen können, ist im Prinzip etwas, was wir sehr, sehr häufig in den Märkten erleben, und zwar, dass sich Trends, die zwischenzeitlich sich aufgebaut haben über den Tag, vor allen Dingen in den letzten Handelsstunden, meistens so von 20 bis 22 Uhr, hier nochmals verstärken. Wir sehen das auch hier unten, so ab halb neun ungefähr sehen wir, wie die Umsätze auch nach oben geklettert sind und eigentlich immer, immer größer werden. Auch das ist ein Bild, was wir sehr, sehr häufig sehen. Es gibt also aus meiner Sicht halt zwei Möglichkeiten, besonders gut zu traden oder besonders gute Zeiten zu finden fürs Trading. Das ist sicherlich A, nach der Handelseröffnung die ersten zweieinhalb Stunden und dann auch nochmal zum Handelsende hin, dann so ab 20 Uhr bis 22 Uhr, weil hier dann die Umsätze doch nochmal sehr stark anziehen, häufig in den Werten und die Trends, die da sind, häufig nochmal dann unterstützt werden und wir hier häufig nochmal einen sehr, sehr schönen Gewinn einfahren. Dann kommt hier das Close und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir, wenn wir kurz vor Handelsende sind. Also ich neige dazu, bei Trades, die ich intraday eröffnet habe, stelle ich mir immer die Frage, wie weit bin ich im Gewinn? Möchte ich jetzt den Trade zum Beispiel transferieren auf eine andere Trendgröße oder Zeiteinheit, zum Beispiel auf den Stunden- oder Tageschart? Dann würde ich hier einen Teilverkauf vornehmen oder möchte ich hier sagen, okay, nein, ich möchte den Trade intraday belassen und dann schließe ich hier zum Handelsende kurz vor 22 Uhr dann entsprechend meine Position und bin dann aus dem Trade heraus, was natürlich auch einen mentalen Vorteil hat im Trading, nämlich den, dass wir natürlich über Nacht risikolos sind. Das heißt, egal was hier passiert, uns kann nichts passieren im Trading. Wir beginnen am nächsten Tag wieder von vorne und werden dann schauen, was der Markt am nächsten Handelstag bringt. So, Performance hier vom Einstieg bis zum Exit 2%, also gegenüber dem 0,75, die wir gesehen haben, die überhaupt in der ganzen Handelsspanne nur war. Hier haben wir gesehen, waren es 3%. Wir konnten hier 2% Performance mitnehmen, was sich natürlich positiv auf unserem Handelskonto dann bemerkbar macht. Oder anders ausgedrückt, wenn wir hier mit 50 Euro Risiko in den Trade hineingegangen sind, haben wir hier 200 Euro Gewinn machen können, nämlich das Vierfache unseres Risiko. CAV 1 zu 4, einfaches Risiko, vierfacher Gewinn. So, wie erreicht man jetzt eine Outperformance gegenüber dem Index? Ich nutze dafür einen markttechnischen Handelsansatz, der beruht im Prinzip auf dem Grundgedanken darin, dass wir sagen, wir nutzen die Trends, die da sind und gehen davon aus, dass Trends auch länger anhalten, als dass sie sich umkehren. Ein weiterer wichtiger Faktor in meinem Trading ist auf jeden Fall, dass ich sehr, sehr gerne
Aktienhandel und dafür ist es natürlich sehr wichtig, ein gutes Screening zu haben. Ich mache etwa 10% meiner Trades im Indexmarkt, das heißt, ich werde hier sehr viel im deutschen Markt unterwegs sein, sowie im Nasdaq und im S&P, aber 90% meiner Trades, die ich mache, kommen tatsächlich aus dem Aktienbereich. Der Devisenbereich macht auch kleine Prozentzahlen aus, ähnlich wie im Indexmarkt und im Rohstoffmarkt handle ich fast ausschließlich nur Öl. Sinnvolles Risk- und Money-Management ist sicherlich eines der wichtigsten Faktoren im Trading überhaupt, denn wer dieses vernünftig betreibt, dürfte eigentlich nie in die Problematik kommen, dass sich sein Handelskonto halbiert oder sogar gegen Null bewegt. Denn wenn wir hier ein vernünftiges Risk- und Money-Management an den Tag legen, selbst wenn wir vielleicht noch keine ganz ausgefeilte Strategie haben, sollten wir aber auf jeden Fall doch in der Lage sein, sehr, sehr lange im Markt zu bleiben. Und deswegen ist es sicherlich eines der Grundpfeiler im Trading. Ich sage eigentlich immer sogar, es ist das Fundament des Tradings, ein gutes Risk- und Money-Management zu haben. Denn wenn wir genügend Geld immer in der Rückhand haben, und das heißt eben, wir dürfen natürlich nicht zu viel Geld pro Trade investieren, dann können wir eigentlich jede Durchstrecke, jede Seitwärtsphase überstehen, die es natürlich im Trading auch gibt. Es ist natürlich nicht so, dass wir jeden Tag immer nur Gewinntrades haben, sondern es gibt natürlich auch Phasen, in denen wir Verlusttrades haben. Ein guter Trader hat in der Regel so Trefferquoten, die sich so zwischen 45-55% bewegen. Der ein oder andere so, liegt da vielleicht auch noch ein ganzes Stück drüber. Aber im Durchschnitt ist es so ungefähr halbe-halbe. Und von daher ist ein gutes Risk Management natürlich die halbe Miete im Trading. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig, die 3Ds, nämlich Disziplin, Disziplin und nochmals Disziplin, denn es ist natürlich wichtig, dass wir, egal was wir machen, welchen Markt wir handeln und auch welchen Handelsansatz wir verfolgen, ob das jetzt ein markttechnischer Handelsansatz ist wie von mir oder ob man jetzt sagt, naja, ich handle nach Fibonacci oder was auch immer, wir müssen dieses System halt durchhalten und das ist für viele, viele Trader gar nicht so einfach, wie sich das im Vorfeld, solange wir noch nicht mit echtem Geld agieren, zeigt, weil wenn wir ohne unser echtes Geld agieren, können wir natürlich sehr leicht sagen, naja, wir halten das schon durch, wenn mal 4, 5 Trades daneben gehen, aber sobald wir mit echtem Geld agieren, wird es dann häufig schwierig, das mental natürlich auch durchzustehen. Dazu kommt, dass wir nicht immer genau wissen, wenn wir verloren haben, liegt es jetzt am System oder liegt es einfach daran, dass jeder zweite Trade ein Verlusttrade ist. Also von daher braucht man da auch ein bisschen Erfahrung oder die Hilfe vielleicht von dem einen oder anderen, der schon ein bisschen länger im Trading dabei ist. Da gibt es ja Foren, wo man sich auch ein bisschen austauschen kann oder man sucht sich professionelle Hilfe, alle diese Möglichkeiten sind ja da, sollte man auf jeden Fall auch nutzen, wenn man sich nicht sicher ist, ob die Trades, die man eingegangen ist, auch profitabel sind. Vielleicht schauen wir noch mal kurz in die aktuelle Marktsituation hinein. Wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, bevor wir dann gleich zu den Fragen kommen. Also wir sehen zum Beispiel jetzt aktuell im Nasdaq, ich habe es ja auch im Wochenausblick schon gesagt, hier, ich mache es mal in groß, im Moment doch einen Aufwärtstrend, der sich hier zeigt. Wir befinden uns hier seit Anfang der Woche auch oberhalb des 200er EMAs und ich denke, es ist jetzt wichtig abzuwarten, was jetzt auch die Notenbank in den USA sagt, denn ich denke, hier wird dann der entscheidende Impuls kommen, ob wir jetzt eher weiter steigende Kurse sehen oder fallende Kurse. Das heißt, ich werde jetzt hier keine Trades mehr eingehen vorher auf Stunden- oder Tagesbasis, sondern werde jetzt hier abwarten und bis zu diesem Zeitpunkt halt nur Intraday handeln, weil das ist aus meiner Sicht eben im Moment die beste Möglichkeit, im Trading Geld zu verdienen. Das liegt einfach daran, dass wir jetzt einfach abwarten müssen, was hier passiert und dann kann man sich entscheiden, wie man hier agieren möchte. Ähnlich sieht das Bild im S&P aus, hier sind wir sogar noch etwas stärker, also auch hier ist der Markt zwischenzeitlich wieder zurück über den 200er EMA geklettert. Das Bild hatte ich ja vorhin gezeigt, am Montag sind wir hier sehr dynamisch nach oben gelaufen und verlaufen jetzt so ein bisschen so im Korrekturmodus. Wir sehen auch, dass die Umsätze hier sehr stark zurückgegangen sind seit Montag und ich denke, wir müssen jetzt hier einfach mal abwarten, wie sich das Ganze dann im Laufe der Woche zeigt, wenn die Notenbank getagt hat. Kommen wir noch zum FDAX. Im Gegensatz zum US-Markt sieht man hier eigentlich sehr schön, dass wir bei weitem nicht so stark sind, wie wir das zum Beispiel im US-Markt sind. Wir sind hier noch ein ganzes Stück unter dem 200er EMA. Auch hier haben wir zum Beispiel gesehen, wie wichtig es ist, solche Termine wie die Notenbanksitzung natürlich immer auf dem Schirm zu haben. Wir haben ja letzte Woche Donnerstag den Notenbanktermin in Deutschland gehabt, beziehungsweise in Europa. Und da haben wir gesehen, der Markt ist
hier sehr, sehr schön nach oben gelaufen, hat die 10.000er Marke hier angetestet im Laufe des Handels und ist dann 600 Punkte intraday vom Hoch zum Tief abgestürzt, hat sich dann ein bisschen erholen können und ist dann am Freitag mit einem großen Gap wieder in den Markt zurückgekommen, was natürlich sehr, sehr positiv fürs Trading ist, wenn wir solche positiven Gaps haben, die so groß sind, denn gerade nach so Verlusttagen ist es natürlich häufig so, dass sich viele Trader natürlich auf die Short-Seite geschlagen haben, auch ihre Position über Nacht mitgenommen haben und wenn es dann ein Gap in die entgegengesetzte Richtung gibt, dann sehen wir häufig sehr, sehr starke Kursbewegungen, sogenannte Trendtage. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, auch zu finden in meiner Videothek bzw. auch auf YouTube, wie man solche Bewegungen oder Trendtage natürlich handeln kann. Wie gesagt, hier würde ich jetzt auch abwarten. Im Intraday-Bereich bin ich hier schon sehr aktiv gewesen, gestern wie auch heute. Habe auch gestern zum Beispiel im US-Markt die Aktie VRX gehandelt. Kann ich hier auch noch mal kurz zeigen, wie ich das persönlich im Minutenchart angehe, so eine Art des Tradings. Wir haben hier also eine starke Abwärtsbewegung gesehen, haben dann hier mit einem Gap von 20% aufgemacht, was natürlich auch im US-Markt nicht alltäglich ist. Solche großen Gaps, aber sie gehören halt zum Trading dazu und dann versuche ich das Ganze Intraday fürs Trading zu nutzen. Den Trade selber findet ihr auch auf Facebook, dort habe ich den Trade auch gepostet und wenn wir uns das Ganze anschauen, wir sehen hier ganz gut, der Markt ist hier wirklich sehr schön hier durchgerutscht nach unten und ich habe dann hier versucht, diesen Trade dann für mich zu nutzen und habe dann hier in relativ kurzer Zeit dann einen sehr schönen Gewinn einfahren können. Jetzt sehe ich gerade, dass wir gar nicht genügend Daten hier haben, ich muss hier mal gerade noch ein paar Kurse dazu nehmen, sonst kann man nämlich den Trade gar nicht ganz sehen. So, jetzt haben wir ihn hier. Ich nämlich schon gewundert. So, jetzt müssen wir etwas anders skalieren, damit man es etwas besser sehen kann. So, also wer den Trade ganz genau sehen möchte, wie gesagt, findet ihr auf Facebook, in meiner Facebook-Gruppe. Ich habe hier einfach genutzt, wir haben 22% Gap gehabt, dann ist der Markt hier heruntergelaufen, ist hier kurz korrigiert und hat dann hier eine sehr, sehr starke Abwärtsbewegung gemacht. Der Markt ist hier wirklich sehr, sehr stark runtergefallen. Der hat sogar noch nach dem Gap von diesen 22% im Anschluss daran noch 30% verloren. Die Aktie hat also gestern 50% nachgegeben und das ist natürlich gerade für uns Intraday-Händler natürlich besonders spannend, solche Aktien. Das heißt, das Screening ist im Trading, gerade im Aktienhandel, eines der wichtigsten Dinge überhaupt, denn wie gesagt, wir haben eine Tagesbewegung gehabt, die gestern unter 1% gewesen ist im Index und wenn wir dann solche Werte finden mit einem guten Screening, können wir hier überproportionale Gewinne einfahren und das ist eben das, was aus meiner Sicht eben den Aktienhandel oder das Trading in Aktien halt sehr spannend macht, was eben der große Vorteil, dass wir das auch im CFD-Bereich eben sehr gut umsetzen können, auch mit kleinen Konten und wir können hier wirklich skalieren, wir können uns hier im Prinzip hier langsam mit Teilverkäufen aus so einem Markt verabschieden und das ist aus meiner Sicht eines der wesentlichen großen Pluspunkte im CFD-Bereich. Okay, machen wir noch mal eine kurze Zusammenfassung, bevor wir gleich zu den Fragen kommen. Also wie gesagt, ich denke, es ist ganz gut rausgekommen. Für mich ist das Screening sicherlich das A und O, ein gutes Fundament ist das Risk- und Money-Management und dann kommt natürlich das Screening, das Erkennen von sauberen Trends ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor im Trading. Also ich sage immer, wenn ich nicht innerhalb weniger Sekunden erkennen kann, ob ich hier einen sauberen Aufwärts- oder Abwärtstrend habe, dann nutze ich diese Aktie oder dieses Devisenpaar oder den Index nicht zum Handeln. Ich sage in meinen Coachings eigentlich immer, wenn ihr länger als 3 Sekunden überlegen müsst, ob ihr die Aktie oder dieses Devisenpaar handeln möchtet, dann handelt es besser nicht, denn wenn ihr den Trend und den Trend nicht seht, dann sehen ihn die anderen wahrscheinlich auch nicht. Ein ganz wesentlicher Faktor für mein Trading ist auf jeden Fall, dass ich nur in Trendrichtung handle. Das heißt, ich versuche hier Bewegungen zu handeln und zwar dynamische Bewegungen. Das kommt eben durch das Screening. Ein gutes Screening führt dazu, dass wir natürlich starke Werte finden, die besonders gut an diesem Tag oder in den kommenden Perioden nach oben schieben oder eben nach unten, je nachdem, ob wir die Long- oder die Short-Seite screenen. Und deswegen wichtig, immer nur in Trendrichtung. Dann, wie gesagt, bin ich vorhin schon kurz darauf eingegangen, Risk und Money Management, da gibt es ja auch viele Videos zu, natürlich, nichtsdestotrotz gibt es da natürlich auch unterschiedliche Ansätze und für mich gehört dieses eben als Fundament zum Trading dazu und dann, wie vorhin schon angesprochen, die 3Ds, Disziplin, Disziplin
und nochmal Disziplin im Trading. Ist jetzt überhaupt eine Outperformance mit dem Handel von CFDs oder vielleicht auch der Handel prinzipiell mit einem kleinen Konto möglich? Das ist ja eine Frage, die immer wieder gestellt wird, in fast allen Webinaren, aber natürlich auch in meinen Workshops immer wieder. Und ja, meiner Meinung nach ist das möglich und ich habe diesen Beweis auch antreten wollen. Ich habe ja im September letzten Jahres auf den Investment und Business Days auch mal einen Vortrag zu diesem Thema gehabt, kleines Konto groß traden, und haben das Ganze dann auch als Projekt im Herbst letzten Jahres angefangen umzusetzen. Über einen Zeitraum von mehreren Monaten haben dann 5.000 Euro auf ein kleines Konto eingezahlt. Ziel war es hier, auf Tagesbasis und auf Stundenbasis eine Performance von ca. 20% zu erzielen, weil eben das ja so eine Zielmarke ist, die aus meiner Sicht sehr gut erreichbar ist, 20% Performance im Jahr, wenn man nur auf Tagesbasis agiert. Haben dann versucht, das Ganze auch umzusetzen in Trades. Hier ein Einblick dann mal in mein Trading Journal. Wir haben hier also entsprechende Trades gemacht, haben hier in 4,5 Monaten 15% Performance erzielen können in meinem Handelskonto. Das heißt also, auf 12 Monate gesehen, sollte es kein Problem darstellen, hier mindestens 20% Performance meiner Meinung nach zu erreichen. Wir haben das Ganze in Aktien umgesetzt, die über die TWS im Prinzip alle geroutet wurden, die Orders. Das heißt, ich habe auch hier entsprechend Ordergebühren bezahlt, auch für den deutschen Markt, wo man immer sagt, naja, der deutsche Markt ist ja etwas teurer als der US-Markt. Ja, das stimmt. Nichtsdestotrotz, wenn man auf den mittleren und größeren Zeiteinheiten ist, spielt es meiner Meinung nach keine große Rolle, ob man jetzt Aktien in Deutschland oder in den USA handelt. Intraday sieht das etwas anders aus, ist auch nicht Thema des heutigen Tages, aber man kann das wirklich sehr, sehr gut machen und wie gesagt, hier 15% in kurzer Zeit erreicht. Die Gewinne haben wir, wie viele sicherlich wissen, die das Ganze mitverfolgt haben, dieses Projekt natürlich für wohltätige Zwecke gespendet. Das war mir auch eine wichtige Angelegenheit, hier einfach in diesem Bereich auch jemandem was abzugeben von den Sachen, die wir hier machen. Wer Interesse an dieser Webinar-Reihe hat, das Ganze wird gerade auf DVD gebrannt, wird ab April dann auch bei mir über meine Website noch zu beziehen sein. So, das Ganze ist natürlich jetzt abgelaufen und es geht natürlich jetzt darum, kann man das Ganze auch im CFD-Bereich umsetzen? Und ich hatte vor ungefähr 2 Wochen ein Gespräch gehabt mit dem Andreas Weiß hier von CapTrader, der das Webinar ja heute auch mit begleitet, und habe ihm von der Idee erzählt. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt einfach mal 3 Webinare zu dem Thema und im Anschluss daran nochmal eine 6-teilige Webinarreihe erfolgreich CFDs handeln. Wie baut man wirklich relativ einfach und zügig ein Handelskonto aus, wird sicherlich ein wichtiges Thema sein. Dann alle Grundlagen für den Erfolg an der Börse, was das Trading angeht, meine Art des Risk- und Money-Managements werden wir besprechen. Dann natürlich aus markttechnischer Sicht, wie geht man denn in den Trend- und Bewegungshandel, wie kann man das Ganze für sein Trading nutzen, und dann die 2 beliebtesten Einstiegssetups aus meinen Workshops werden wir hier vorstellen und natürlich auch der Einstieg in den Intraday-Handel, wie kann man zum Beispiel solche dynamischen Trades finden. Das Ganze wird starten am 21. April, wird etwa über 2 Monate dauern, dieses ganze Webinar. Es werden 6 Einzelveranstaltungen werden zum Preis von 280 Euro. Wer mehr Informationen möchte, Anmeldung unter www.lüdemann-coaching.de. Ich habe darüber natürlich, wie gesagt, mit dem Andreas Weiß vorher gesprochen von CapTrader, und der war von der Idee dann auch ganz angetan und hat dann gesagt, Mensch, das hört sich doch nach einer guten Sache an, ist vielleicht für unsere Kunden auch ganz interessant, und deswegen erklärt sich CapTrader und FX Flat auch bereit, hier sich an den Kosten zu beteiligen. Für alle die, die vielleicht noch kein Konto bei CapTrader oder FX Flat haben, mehr Infos dazu wird der Andreas bestimmt gleich auch gerne geben. Wer daran Interesse hat, mehr Infos gleich dazu. Das war es von mir zu diesem Thema heute. Wenn wir gleich noch Fragen haben, dann bitte kurz in den Chat schreiben und dann werden wir versuchen, darauf noch einzugehen. Ja, Mario, ich weiß nicht, kannst du die Fragen lesen oder soll ich sie gegebenenfalls vorlesen? Wenn du sie vorlesen könntest, wäre super. Okay, ja, wunderbar. Kann ich machen. Also ich habe jetzt ein paar Fragen gesehen, da ging es jetzt auch jetzt speziell um das Screening, ja, was du angesprochen hast. Vielleicht, dass du da noch ein bisschen drauf eingehst. Es war eine Frage, wie screenen sie, manuell, automatisch oder wie oft?
Oder vielleicht auch ein bisschen so nach welchen Kriterien und vielleicht da noch ein paar Worte dazu. Ja, okay. Screening ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Da könnte man eine ganze Webinar-Reihe drüber machen. Wird es auch sicherlich im Herbst dieses Jahres nochmal geben. Aber so die grundlegendsten Pfeiler für Screening sind für mich natürlich, dass ich erstmal schaue, gibt es überhaupt einen Trend? Das sind eigentlich so die wichtigsten Faktoren. Es gibt natürlich viele Bücher, die das genau beschreiben. Und ich denke, es sind auch sicherlich gute Grundlagen. Zum Beispiel das Buch von Michael Vogt, das große Buch der Markttechnik oder auch von Erdal Schene, der professionelle Börsenhandel. Das sind sicherlich gute Grundlagenwerke, wo man viel über Trends und Trenderkennung spricht, aber darüber hinaus ist es natürlich sehr wichtig, viele praktische Erfahrungen zu bekommen. Und aus meiner Sicht ist es eben wichtig, wirklich zu schauen, okay, wo habe ich denn hier überhaupt einen Trend? Ich nehme nochmal einfach eine Aktie, die wir vorhin auch schon vorgestellt haben, um hier einfach mal zu zeigen, auf zwei verschiedenen Zeiteinheiten, wie man Trends erkennen kann. Also wir sehen hier zum Beispiel die Aktie von VRX. Dass wir hier hinten den Trade gemacht haben, ist das eine. Aber wenn wir uns das Ganze hier anschauen, die Aktie macht im Prinzip fallende Hochpunkte. Das ist eigentlich eines der wichtigsten Kriterien für mich im Trading überhaupt. Das heißt, ich schaue mir einen Wert an und schaue einfach mal, habe ich hier einen sauberen Trend, der mir immer fallende Hochkurse zeigt und auch fallende Tiefskurse. Und solange das natürlich der Fall ist, so wie hier, habe ich natürlich sehr viel Lust darauf, diese Aktie zu traden. Das heißt, sie wird automatisch in meine Watchliste rücken. Dann werde ich versuchen, in einer nächst kleineren Trendgröße, sei es jetzt auf Stunde oder vielleicht als Intraday-Händler 10 Minuten, 5 Minuten oder so wie vorhin auch gezeigt, im Minutenchart dann diese Werte zu handeln. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich mache dieses Screening, habe ich im Prinzip 15 Jahre lang manuell gemacht, immer früher tagtäglich, dann bin ich dazu übergegangen, irgendwann das nur noch wöchentlich zu machen, gerade als ich dann angefangen habe, im US-Markt zu handeln. Ich habe ja die ersten 8 Jahre meiner Trading-Zeit nur im deutschen Markt gehandelt, erst seit 2003, 2004 dann den amerikanischen Markt mit dazugenommen. Da gibt es natürlich viel mehr Werte. Deswegen habe ich hier das Screening auf einmal die Woche gelegt, wo ich dann im Tageschart einfach screene und dann komme ich vielleicht auch so 20 Werte, die vielleicht interessant sind, manchmal auch nur 10 Werte und die handle ich dann vorzugsweise in der Handelswoche, die dann da ist. Das heißt, ich schaue mir dann natürlich jeden Tag nochmal diese 10, 20 Werte an, die ich habe, vielleicht ein, zwei Devisenpaare dabei und die werde ich dann versuchen intraday zu handeln. Dazu kommen natürlich noch die Werte, wo es natürlich Nachrichten zu gab, so wie jetzt gestern zu VRX zum Beispiel, wenn dann Zahlen gekommen sind, dann werde ich das versuchen natürlich noch mit in mein Screening mit hineinzubringen. Aber ansonsten kommen natürlich noch viele weitere weiche Faktoren dazu für Screening. Aber das ist so das Grobe, worauf man achten sollte, meiner Meinung nach, weil dann hat man, wenn man so einen Trend sieht wie hier, naja, und dann sollte man eigentlich nicht auf die Idee kommen, long zu handeln, sondern dann müsste es ganz klar sein, dass ich hier natürlich nur Short Trade. Ich werde hier nicht versuchen, Korrekturen zu handeln, sondern wirklich immer nur die einzelnen Bewegungsschübe, weil die natürlich größer sind. Also das sind so die grundlegenden Dinge, die ich im Trading halt mache. Wir haben tatsächlich versucht, das Ganze auch zu automatisieren. Ich habe selber schon 2, 3 Versuche damals dafür unternommen, habe es dann aber eigentlich immer wieder sein gelassen, weil die Ergebnisse mich nie ganz überzeugt haben. Habe jetzt allerdings tatsächlich ein System gefunden, wo ich fast 95% der Aktien durch automatisiertes Screening bekomme. Dazu wird es auch einen Workshop im Juni geben mit dem Carsten Berger zusammen, der ja auch hier bei CapTrader auch Videos macht und auch Webinare zum Thema. Und dort werden wir dann vorstellen, wie man das Ganze auch automatisiert machen kann. Ich denke, das zum Thema Screening nochmal. Okay, super, vielen Dank. Jetzt, wo du gerade bei der Aktie bist, VRX oder Valeant Pharma, ist ja jetzt nicht so der Wert, der im Dow Jones vertreten ist, sondern eher Nebenwert oder etwas kleinerer. Genau. Da kam eine Frage, wo kann man diesen Wert handeln, ne? Beziehungsweise als CFD auch handeln? Ja, kann ich auch direkt beantworten, die Frage. Genau. Natürlich kann man diesen Wert bei CapTrader handeln und auch als CFD. Ja, und den dann auch, wie jetzt hier gezeigt, über einen Agena Trader. Das ist also alles machbar und die Gebühren sind dort für Aktien-CFD genau die gleichen wie bei Aktien. Das heißt, die zahlen 2 Dollar ja, als Minimum, ansonsten dann 1 Cent pro Aktie. Ja, das heißt, wenn Sie jetzt davon 300 Stück kaufen würden, dann würden Sie 3 Dollar an Gebühren bezahlen. Also sowohl bei der Aktie als auch beim Aktien-CFD, da sind die Gebühren identisch.
Gut, das wollte ich noch kurz dann ausführen zu dieser Frage, weil die gerade reingekommen ist. Dann kamen auch jetzt schon ein paar Fragen hier zu dem Angebot, dass wir die Aktion mit den 6 Webinaren zu 50% sponsoren. Das ist richtig so, das machen wir sehr gerne. Wir finden das sehr gut, diese Webinarreihe, und wollen das natürlich gerne unterstützen, wenn wir hier unseren Kunden oder auch Neukunden hier Wissen weitergeben können und denen dann helfen, erfolgreicher zu traden. Da kommen aber die Informationen dazu noch in den nächsten Tagen auf unserer Homepage. Und ich denke, in 3 Wochen haben wir ja unser nächstes gemeinsames Webinar Anfang April. Da können wir nochmal näher drauf eingehen, und bis dahin ist dann auch alles bei uns auf der Homepage nachzulesen. Ja, und dann ist, denke ich mal, noch genug Zeit bis zum 21.04., wo dann die Webinarreihe startet. Okay, was haben Vielleicht noch eine kurze Anmerkung von mir dazu für alle, die sich jetzt schon angemeldet haben. Das kriegen wir aber dann abgeglichen, ne? Die schon vorher angemeldet haben, wahrscheinlich, Ja, ne? natürlich, klar. Also Ja. das ist dann auch die Voraussetzung natürlich, dass das Webinar bei dir gebucht wird oder bezahlt wird, dass wir dann auch den Bonus zahlen können. Also von daher, das ist davon unabhängig. Kann man sich jetzt schon anmelden. Ja. Okay, du hast gesagt auch, dass es natürlich im Internet auch Foren gibt, um sich auszutauschen. Da kam jetzt auch eine Frage zu, ob du da ein Forum empfehlen kannst. Also ich selber schaue eigentlich nicht links und rechts in den verschiedenen Foren, die es gibt. Also ich weiß es nur von eben in der Facebook-Gruppe, die ich auch unterhalte. Es gibt ja einmal so eine offene Facebook-Seite und auch eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo sich natürlich jeder anmelden kann, auch kostenfrei. Und da kann man natürlich Fragen stellen oder auch Charts posten. Wichtig dabei ist natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel bestimmte Chartsituationen postet, dass man nicht einfach schreibt, was haltet ihr davon? Weil da wird keine Diskussion dazu aufkommen, sondern da werden die Leute natürlich darüber hinweggehen, sondern schon ganz genau dann sagen, okay, ich habe Aktie XY und die möchte ich gerne handeln. An dieser Stelle hier möchte ich meinen Stop-in haben. Trade-Idee ist so und so. Und dann wird man auch sehr, sehr viele Feedbacks zu den Sachen bekommen. Also da kann ich immer nur meine Facebook-Gruppe auch empfehlen, Markttechnik erfolgreich handeln. Okay, ja, ich denke generell auf Facebook ist ja ein sehr reger Austausch, wo man auch sich über alles Mögliche natürlich informieren kann und dann unter Gleichgesinnten praktisch auch ist, Genau. die dann, jeder kann dann seine Erfahrung da natürlich mitteilen. Jetzt noch eine Frage, ob du den Agena Trader auf einem Server laufen hast oder oder lässt du deine Stops vom Agena Trader plus automatisch verwalten? Also ich habe zwar einen eigenen Server bei mir im Haus, im Büro stehen, habe aber den Agena Trader nicht auf dem Server momentan. Wir sind allerdings dabei, das auch zu ändern. Ansonsten lasse ich meine Trades sehr viel durch den Agena Trader Plus verwalten. Nehme hier einen sogenannten Hard Stop, und den weichen Stop habe ich im Prinzip nur. Auch das ist jetzt eigentlich schon wieder ein füllendes Programm für ein Webinar, aber prinzipiell versuche ich eigentlich den Stop manuell zu ziehen. Nur wenn ich jetzt zum Beispiel nicht da bin, weil ich zum Beispiel um 17:30 Uhr normalerweise Handelsschluss habe und dann nach 18 Uhr nicht mehr am Schreibtisch sitze, wenn nicht gerade ein Webinar ist, und dann lasse ich den Stop einfach automatisiert weiterlaufen. Aber wenn ich davor sitze, gerade im Intraday-Bereich, ziehe ich den Stop manuell einfach nach. Ja, gerade jetzt macht es gerade auch Spaß, mal auf den Live-Chart zu schauen. Die Notenbank hat ja gerade in Amerika, die Sitzung beginnt gerade seit 19 Uhr, und man sieht gerade, Dow Jones geht auch gerade 100 Punkte hoch. Und ja, ist gerade wieder Action angesagt, aber natürlich auch sehr, sehr riskant in so einer Phase zu handeln. Aber ja, nur der kleine Hinweis jetzt gerade, das hat gerade die Notenbank. Die Sitzung der US-Notenbank gerade stattfindet. Also ich selber bin auch ein großer Freund davon, eigentlich erst so eine Viertelstunde nach Bekanntgabe zu handeln, wenn das große Hin und Her vorbei ist. Und das haben wir ja auch gesehen letzte Woche Donnerstag, als die Zentralbank hier getagt hat. Auch da macht es eigentlich erst Sinn, so eine halbe Stunde nach der Bekanntgabe oder nach der Pressekonferenz hier zu aktiv zu werden, weil da konnte man wirklich sehr, sehr schöne Trades dann auf der Short-Seite bekommen. Also dazu habe ich auch schon mal 2 Videos gemacht, also auch zu finden in meiner Videothek, wie ich damit zum Beispiel umgehe. Okay, noch eine Frage. Würdest du jetzt DAX-Aktien long handeln, obwohl wir noch unter dem 200 und 200er EMA sind? Ja. Ja, hängt im Endeffekt von der Trendgröße ab, die ich handeln möchte, oder von der Zeiteinheit. Intraday würde ich
auf jeden Fall hier agieren, weil da ist ja für mich eher so der Stundenchart, so die Großwetterlage. Natürlich ist es mir am liebsten, wenn alle Zeit- oder Trendgrößen in die gleiche Richtung zeigen. Also auf Tagesbasis würde ich jetzt noch nicht unbedingt Trades dort eingehen, aber Intraday auf jeden Fall. Okay, dann kam noch mal eine Frage zum Screening, ob du da auch schon mal ein eigenes Webinar nur zu dem Thema Screening schon mal durchgeführt hast oder vorhast durchzuführen. Ja, also ich habe schon innerhalb der Webinarreihe Kleines Konto Großtraden haben wir sogar zwei Webinare gemacht zum Thema Screening. Ansonsten wird es zum Sechs-Phasen-Modell und meinem Screening-Ansatz, wie gesagt, einen Workshop geben im Juni diesen Jahres. Okay. Ja, ansonsten muss ich gerade mal schauen, ja, eine Frage noch zu der Aufzeichnung des Webinars, wo man sich das anschauen kann. Ja, da kam, das kann ich vielleicht auch ganz kurz mal zeigen, wenn ich dann da mal wieder auf meinen Monitor kurz gehe. Also die Aufzeichnung des Webinars wird es auf unserer Homepage geben, also sprich auf der Homepage von FXZ bzw. CapTrader. Und jetzt muss ich mal eben meinen Bildschirm übertragen. CapTrader Homepage jetzt in dem Fall unter Training und dann Videos. Ja, und dort ist jetzt auch, ich habe jetzt das, ich zeige Ihnen nochmal kurz die Rubrik, ja, die Rubriken, die wir ja haben, auch eine eigene Rubrik für Mario. Und ja, hier unter alle Videos, da finden Sie auch chronologisch zum Beispiel die Videos aufgeführt. Und wenn man da dann etwas nach unten scrollt, dann findet man auch jetzt das neueste Video. Erfolgreich CFDs handeln, und zwar der erste Teil, ne, von letzter Woche, wenn Sie sich das nochmal anschauen kommen. Und da wird jetzt auch der zweite Teil von heute dann abrufbar sein. Ansonsten halt auch aber über YouTube. Ja, das nochmal kurz als Hinweis. Ja, ansonsten sehe ich, sind alle Fragen soweit beantwortet. Und ja, wir sind, denke ich mal, durch mit den Fragen. Ansonsten, wenn noch was reinkommt, werde ich die noch aufgreifen. Wenn nicht, bedanke ich mich schon mal ganz herzlich bei dir, Mario, und bei Ihnen als Teilnehmer. Es waren sehr, sehr viele Teilnehmer heute und wir sind immer sehr froh, wenn wir so eine große Menge an Interessenten halt hier erreichen können und ja, hoffen natürlich, dass Sie dann in 3 Wochen wieder dabei sind beim dritten Teil dieses Webinars oder dieser kleinen Webinarreihe und natürlich dann auch bei der 6-teiligen Webinarreihe, die im Anschluss dann startet ab dem 21. April. Ansonsten haben wir natürlich noch andere Webinare im Angebot. Ja, schauen Sie da einfach bei uns auf die Homepage von CapTrader bzw. FXWett. Es geht morgen Abend schon weiter um 18 Uhr mit Fibonacci-Grundlagen und dann nächste Woche mit Grundlagen zum Agena-Trader und so weiter. Ja, vielen Dank. Mario, du hast gerne das letzte Wort und ich wünsche Ihnen und dir, Mario, natürlich noch einen schönen Abend und noch eine schöne Woche. Bis dann. Ja, möchte mich auch bedanken für die vielen Teilnehmer, die heute wieder mit dabei waren, auch für das viele Dankeschön, was ich hier gerade noch im Fragen-Chat liegen. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht, über dieses Thema nochmal zu sprechen. Das ist mir auch eine Herzensangelegenheit, auch gerade für Kunden, die vielleicht mit kleineren Konten unterwegs sind und so die ersten Schritte hier unternehmen, einfach ein bisschen Unterstützung bieten zu können. Wünsche Ihnen und euch allen einen schönen Abend, für die Fußballbegeisterten gleich noch vielleicht ein schönes Champions League-Spiel, eine erfolgreiche Trading-Woche, dann natürlich nächste Woche ein frohes Osterfest. Ich selber werde ab nächste Woche im Urlaub sein und dann freue ich mich dann wieder auf den dritten Teil, wenn es wieder heißt, erfolgreich CFDs handeln. Das war's von mir, Mario, für Markttechnik erfolgreich handeln. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt gerade noch mal kurz rübergeschaltet hier zum Agena Trader und ja, da sehen Sie gerade, wie der DAX sich noch, wie der sich schön bewegt gerade, beziehungsweise S&P 500. Jetzt im Zuge der Notenbank-Sitzung. Spannende Bewegung. Ja, das war es auch von meiner Seite. Ihnen, wie gesagt, einen schönen Abend und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.